Ich habe leider nur dieses Messer. Weißt du, es wäre angemessen? Aha. Wunderbar. Danke für alles, Lilly. Gut gemacht. Wenn du so weitermachst, könnte ich mir vorstellen, dich irgendwann als Deputy einzustellen. Nein. Oder ich dich als Kosmonautenassistentin, was ja noch viel lässiger ist als Deputy. Wie auch immer. Schneid uns bitte schnell los, dann sehen wir weiter. Ich habe schon längst einen Plan. Ihr kennt doch sicher die Geschichte von dem Mädchen, das damals aus Dr. Marcells Anstalt geflohen ist. Dasselbe Mädchen, das sie noch in derselben Nacht die Treppe hinuntergestoßen hat? Nun, ich habe es euch nie verraten. Aber dieses Mädchen war ich. Was für eine Überraschung. Ja, und darum kenne ich mich hier auch bestens aus. Hinter dem Polster dort liegt der berühmte Lüftungsschacht, durch den ich damals geflohen bin. Wir werden im 0, irgendwas in der Freiheit sein. Dazu müssen wir zwar an Dr. Marcells Büro vorbei, aber, Lilly? Hast du irgendwas? Nun komm schon, Lilly. Schneid uns endlich los. Nee. Was soll das? Du wirst doch keine Dummheiten machen wollen, oder? Lilly! Wohin gehst du? Lilly! Lilly! So. Jetzt ist es soweit. Da steht Lilly mit dem Riesenmesser hinter Dr. Marcell und wir können nur mit dem Messer hantieren. Und wir haben nur Dr. Marcell zur Auswahl. Jetzt wird's übel. Willst du das wirklich tun? Vortrefflich. Ich wusste gleich, dass du gefährlich bist. Die anderen Kinder, das waren Unfälle. Aber nun stehst du hier mit einem scharfen Messer. Drauf und dran, einen wehrlosen alten Mann zu töten. Du fühlst dich vielleicht gesund, aber in Wahrheit bist du krank. Sehr krank. Du brauchst meine Hilfe. Du glaubst mir nicht, richtig? Du denkst, du tust das alles Edna zuliebe. Oh, Lilly. Es gibt da etwas, was du über deine Freundin wissen solltest. Sie existiert nicht. Es gab mal ein Mädchen namens Edna. Wahrscheinlich hast du von ihr gehört. Aber das Mädchen, das du kennst, ist nichts weiter als ein Produkt deiner Fantasie. Ein Ausbruchsversuch aus dem freudlosen Klosterleben. Du glaubst, dass ich lüge, nicht wahr? Denn es gibt da noch jemanden, der Edna sehen kann. Lass mich raten. Ein hoher Geistlicher? Nein. Ein Polizist, richtig? Die Manifestation einer höheren Autorität. Als du Edna in Gefahr wähntest, hat dein Unterbewusstsein auch ihn erfunden. Als Legitimation, dich über die Regeln der Oberen hinwegzusetzen und deiner Freundin zur Hilfe zu eilen. Frag sie doch selbst. Sie sind hier. Sie sind ein Teil von dir, Lilly. Oh, Lilly. Es tut mir leid. Der Doktor hat recht, Lilly. Wir sind nur eine Einbildung. Jetzt leg das Messer weg. Das Spiel ist aus. Wunderbar. Endlich kennst du die Wahrheit. All die Gründe, die dich hierher geführt haben, mitten in der Nacht, bewaffnet mit einem Messer. Nichts davon war real. Leg das Messer auf den Schreibtisch. Ich werde dich sofort hypnotisieren. Nur meine Therapie kann dich heilen. Er hat leider recht, Lilly. Tu es nicht. Leg das Messer weg, Lilly. Sei ein braves Kind. Und tu, was man dir sagt. Lilly war den Tränen nahe. Sie hatte gerade erst gelernt, nicht immer alles zu tun, was man ihr sagte. Und jetzt sollte das alles falsch gewesen sein? Während die anderen auf sie einredeten, wurde eine weitere Stimme immer lauter. Eine Stimme, die ihr sagte, mach weiter, mach weiter. Tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Mach weiter. Mach weiter. Das war eine erschreckende Wendung des gesamten Geschehens. Plötzlich redet Dr. Marcell uns ein, dass Edna und Garrett nur Fantasien unseres kleines Köpfchens ist. Und
wir hier nur stehen, weil wir absolut gaga sind. Dr. Marcel, dass wir das Messer weglegen. Aber irgendwas sagt uns, wir müssen weitermachen. Der Typ muss draufgehen. Wir haben drei Auswahlmöglichkeiten. Komplett widersprechen und sagen, ihr seid alle scheiße. Dr. Marcel, wir stechen und wir das Messer weglegen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Am besten wir machen alle drei. Wenn ich nur einmal dieses Spiel spielen würde, beziehungsweise wenn ich jetzt nur eine Gelegenheit hätte, irgendwas zu machen. Ich glaube, ich würde ihn einfach umbringen. Dieses Arschloch. Aber da wir. Das ist echt krank jetzt. Ich glaube, wir legen das Messer weg. Ich glaube, das ist das Einfachste jetzt erstmal. Gucken, was passiert. Die anderen hatten recht. Lilly war offenbar krank. Sie war außerstande zu entscheiden, was richtig und was falsch war. Und so legte sie das Messer weg und begann ihre Therapie. Dr. Marcel hatte gewonnen. Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet. Aber die Moral von der Geschichte lautet, ihr müsst immer alles tun, was man euch sagt. Immer. Ohne Ausnahme. Ende. So. Und ihr schreibt jetzt in die Kommentare, wie ihr dieses Display fandet. Ihr müsst immer tun, was man euch sagt. Immer. Ohne Ausnahme. So, die Credits überspringen wir und dann werden wir uns direkt im nächsten Teil wiederfinden, in dem wir Dr. Marcel stechen. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin wieder da, an derselben Stelle wie vorher. Das heißt wieder, tu es nicht, Lilly. Leg das Messer weg. Mach weiter. Und diesmal werden wir Dr. Marcel stechen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Dr. Marcel der Böse ist und er muss einfach beseitigt werden. Lilly dachte gar nicht daran, sich therapieren zu lassen. Sie fühlte sich frei wie nie zuvor. Sie konnte selbst entscheiden, was richtig und was falsch war. Langsam erhob sie das Messer. Nein, Lilly, nein! Nein! Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Geschichte lautet, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr behaltet euren freien Willen, auch wenn ihr dafür einen alten Mann im Rollstuhl erstechen müsst. Ende. Ja, und damit das nicht passiert, könnt ihr doch jetzt nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Ende fandet. Und wir sehen uns gleich wieder und sehen dann den letzten Teil. Wir widersprechen dem Ganzen. Bis gleich. Und hier sind wir jetzt zum dritten Teil. Und diesmal widersprechen wir dieser ganzen Scheiße hier. Ich habe keinen Bock mehr auf diese ganze Psychokacke. Diesmal haben wir einfach keinen Bock mehr auf diese ganze Laberei. Mach weiter! Halt die Schnauze jetzt. Tu es nicht. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Ich hab gesagt, man soll die Schnauze halten. Ich doch. Mach weiter. Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Jetzt haltet endlich die Klappe. Stopp. Mach weiter. Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Das könnte doch irgendwie so weitergehen, glaube ich, ne? Ich wette, gleich reißt ihr der Geduldsfaden. Stopp! Sei endlich ruhig! Sehr gut, Lilly. Gib's ihm. Das gilt für alle! Die ganze Zeit habt ihr mich nur rumkommandiert. Lilly, tu dies. Lilly, tu das. Wenn du mich immer noch hypnotisieren willst, lerne erst mal wieder laufen. Denn das ist das, was ich jetzt tun werde. Denn die Therapie ist der letzte Rotz. Komm erst mal selber klar, Appa.
Lilly zeterte noch weiter, bis sie heiser war. Schließlich machte sie sich erschöpft, aber auch erleichtert auf den Rückweg. Zum ersten Mal im Leben tat sie, was sie selbst für richtig hielt. Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Und du hältst auch endlich die Klappe! Hier gibt es keine Moral, verstanden? Ende! Oh, herrlich. Okay, das war wirklich das schönste Ende. Ich glaube, jetzt könnt ihr in die Kommentare schreiben, dass Ende 3 euer Lieblingsende war. Also meinst du das definitiv. Oh, du Opa, lern erstmal wieder laufen. Herrlich. Okay. Ich würde sagen, ich beende hier die Aufnahme. Ich lasse das Lied hier nochmal durchlaufen für jeden, der es möchte. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mich in meinem nächsten Let's Play weiter supporten und unterstützt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch Harvest noch anzuspielen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht noch etwas in der Richtung sehen möchtet. Ich würde mich freuen auf eure Vorschläge. Ich habe schon eine kleine Idee, wie ich das nächste spielen werde. Das werde ich noch ein bisschen managen und gucken, ob ich das hinkriege. Aber ihr erfahrt in der Minecraft-Folge sicherlich mehr. Also lasse ich euch jetzt mit Harvest eure Augen, Nadel und Faden alleine. Sind es doch nur ein paar Schrammen. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Weil ich bei dir skeptisch bin, denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei.